Grüne Jugend. So, Aufklärung, Education, Bildung, Kultur, all das vereint der nächste Redner in einer Person. Markus Berger, seines Zeichens Medienschaffender aller Art, Autor, Filmemacher, Dokumentarist und nebenbei der Gründer der DEA, des ersten wirklich breiten Teams von Menschen, die sich der Aufklärung über Drogengenusskultur verschrieben haben. Im letzten Jahr hat er den neuen Slogan "Wir sind Gras" geprägt. Bin sehr gespannt, was er sich für dieses Mal ausgedacht hat. Aber erst muss ich noch eine Anweisung von der Polizei weitergeben. Wie immer ist es auf der Handparade nicht verboten, sowas zu machen. Aber eigentlich dürft ihr das nur von Hand zu Hand verteilen, liebe Paradewagenbetreiber. Markus Berger! Moin, moin, liebe Handparaden-Gemeinde! Ja, Berlin, im vorigen Jahr hat es geheißen, wir sind Gras. Und ich denke, wir sind wirklich Gras. Wir sind aber nicht nur Gras, sondern wir sind vor allem eines, wir sind ganz normale Menschen. Und was wir brauchen, sind keine Parolen und sind keine Schlachtgesänge, sondern wir brauchen Menschen, die Gesicht zeigen für die richtige Sache. Ja, und genau diese Masse von Menschen, die Gesicht zeigen, sehe ich hier. Ihr seid echt alle da! Wie geil! Liebe Leute, lasst uns doch festhalten unterm Strich, das, was dieser Staat Drogenpolitik nennt, ist keine Politik, hat es nicht verdient, sich so zu nennen, denn Politik, liebe Hanfparadengemeinde, ist für die Menschen da. Politik ist gemacht, um das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Unsere sogenannte Drogenpolitik jedoch fußt allein auf der Prohibition und die ist nur gegen die Menschen und niemals dafür. Man versucht uns weiß zu machen, dass der Staat, die Regierung uns vor uns selbst zu schützen gedenkt. Das ist ein Scherz, liebe Gemeinde. Ein absoluter Witz. Es gibt einen ganzen Haufen von Substanzen, die bedingen einfach einen vernünftigen Umgang. Wir kennen zwei, die kennen wir alle, Salz und Zucker. Ja? Zu viel Salz ist sehr, sehr ungesund. Zu wenig Salz genauso. Mit Zucker ist es das Gleiche. Es kam nie jemand auf die Idee, uns vorschreiben zu wollen, wie viel und ob wir davon etwas essen dürfen. Ja. Warum also bei Rauschsubstanzen? Ich frage es euch. Diese Drogenpolitik, diese sogenannte, baut allein auf Verboten auf und darauf, euch, uns und allen Angst einzujagen. Das muss endlich, liebe Hanfparadengemeinde, ein Ende finden. Wir brauchen keine Verbote, wir brauchen keine Reglements und wir brauchen keine Figuren, die uns erzählen, was gut und was schlecht für uns ist. Wir brauchen den mündigen Bürger, den Menschen, der weiß, was er tut. Und liebe Handparadengemeinde, ich sehe eine große Masse von Menschen, die wissen, was sie tun und die wissen, wofür sie heute hier sind. Ich sehe nämlich euch alle. Und der einzige Schutz vor Risiken und Gefahren ist die Bildung und das Wissen. Das heißt, wir müssen uns bilden, wir müssen uns Wissen aneignen und nur dann können wir vernünftige, drogenmündige und im Allgemeinen mündige Menschen sein. Ja, liebe Gemeinde, so sieht es doch aus. Und deswegen sind wir heute hier. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir uns bilden, dass wir das Wissen besitzen und dass wir nicht unbedarft sind. Wir wissen sehr genau, was wir tun, liebe Gemeinde. Gibt es nicht nur die Hanfparade, deshalb habe ich auch vor einiger Zeit das Projekt Drug Education Agency ins Leben gerufen, die Drogenbildungsakademie. Die könnt ihr auf YouTube sehen, jeden Monat, zweimal, alle 14 Tage für eine Stunde versuchen wir euch über Drogen, über psychoaktive Substanzen zu bilden und auch ein wenig zu unterhalten. Dieses Format, liebe Hanfparadengemeinde, mache ich aber nicht alleine, sondern mit vielen tollen Mitstreitern, zum Beispiel mit dem Jörn und mit dem Olli, die kennt ihr alle aus der DEA.
Aber jetzt wollen wir die beiden auch noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Jörn, warum bist du ein Teil der DEA und warum engagierst du dich gegen die Prohibition? Das kann ich ganz einfach beantworten. Aber erstmal, Aloha Berlin! Geil, dass ihr alle da seid! Ich arbeite für die DEA. Einfach, weil ich gesagt habe, dass die Menschen belogen werden. Es gibt so viele Zeitschriften über Drogen, die angeblich aufklären sollen. Und da stehen so viele Lügen drin. Ich bin Wissenschaftler und ich bin Pflegekraft. Und mir begegnen jeden Tag Menschen, denen das Cannabis einfach gut tun würde. Ich habe es einfach satt, dass diese Menschen belogen werden und dass wir belogen werden. Und deswegen sind wir heute hier, um laut zu werden, um laut zu sagen, dass wir die Schnauze voll haben. Wir haben die Schnauze voll, liebe Parteiengemeinde. Ihr lasst uns nicht weiter belügen. Ihr habt einen geilen Tag. Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! So, jetzt noch kurz der Olli. Warum, Olli, machst du bei der DEA mit? Hallo Berlin! Servus! Wo ich 12 war, habe ich angefangen, Zigaretten zu rauchen. Kurz darauf habe ich meine ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Mit 14 habe ich angefangen zu kiffen. Jetzt bin ich 32, habe schon das ein oder andere Erfahrungen mit anderen Substanzen gemacht. Die eine oder andere davon war negativ. Wenn ich schon im Jugendalter aufgeklärt gewesen wäre über die eine oder andere Substanz, dann hätte ich die eine oder andere davon gar nicht genommen oder wäre mit der bewusster umgegangen. Und genau das ist der Punkt. Unsere Regierung tut anstatt. Was soll ich sagen, Minister? Lasst euch nicht länger die Taschen voll lügen, liebe Leute. So schaut's aus. Lasst euch nicht weiter zum Narren halten. Zeigt denen da, jetzt auf der Hanfparade, dass ihr wisst, wo der Hase läuft. Leute, lasst uns denen zeigen, wo der Säbel hängt. Denn ihr wisst ja, wir sind